Liebe Mitbürger, ich habe mal wieder eine weitere Anfrage ausgewertet zu unserem Thema Schwarz auf Weiß. Und zwar ging es diesmal um folgendes Thema, und zwar Zensur durch die bayerische Staatsregierung. Und da ist mir persönlich eben auch als Jurist, muss ich wirklich sagen, der Kragen geplatzt. Und zwar erschien am 1.11.2019 in der Online-Ausgabe von Kompakt Online ein Artikel, laut dessen Angaben sie eben von der Bayern-WLAN-Internetseite eben nicht mehr aufgerufen werden können. Wir haben das dann natürlich selber getestet und es ist tatsächlich so und es ist auch noch bis heute so. Ja? Man kann Kompakt Online nicht über Bayern-WLAN aufrufen, aber natürlich alle möglichen anderen politischen Seiten. Und wir haben dann mal eine Anfrage gestellt an die bayerische Staatsregierung, weshalb? Und zwar wollten wir eben wissen, ob sie es eben wissen, dass es eingeschränkt wurde und aus welchen Gründen die Erreichbarkeit von Kompakt eingeschränkt wurde. Und ich fasse das Ganze mal zusammen. Also ich habe das auch wieder alles online gestellt. Ihr könnt es euch dann nachlesen. Also das ist eigentlich die ziemlich große Frechheit. Und zwar schreiben sie, Bayern WLAN ist kostenlos und frei zugänglich. Die Nutzung wird lediglich durch einen Jugendschutzfilter vom Anbieter Vodafone eingeschränkt. Auf die Filterfunktion hat bzw. nimmt das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat grundsätzlich keinen Einfluss. Also was schließen wir daraus? Ja? Die bayerische Staatsregierung zensiert jetzt nicht selbst, sondern sie lässt zensieren. Und das ist halt eben mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar, weil in unserem Grundgesetz Artikel 5, ich zitiere es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Und jetzt kommt's, eine Zensur findet nicht statt. Und was ist das? Das ist doch nichts anderes als eine Zensur. Ich habe da noch eine weitere Anfrage, weil ich es auch nicht glauben konnte, gestellt, eben inwieweit, warum eben Vodafone hier den Zuschlag erhalten hat und inwieweit das eben auch mit Artikel 5 zu vereinbaren ist, also den ich gerade zitiert habe. Und da haben sie dann letztendlich zusammenfassend nur zurückgeschrieben, ich habe das auch, werde das auch reinstellen, bezüglich der Fragen 4 und 5, wird auf die Antwort zur schriftlichen Anfrage des Abgeordneten Mang vom 1. November 2019 verwiesen. Und das ist wieder die Antwort, die ich schon vorgelesen habe, ja, dass sie eben, was Vodafone macht, darauf nehmen sie keinen Einfluss. Also wir fassen zusammen, ja, Bayern WLAN, die bayerische Staatsregierung wäre verpflichtet, hier einen Anbieter zu nehmen, der eben hier die Pressefreiheit nicht einschränkt und auch für Kompakt eben diese Seiten zugänglich hält. Und das ist ein ganz klarer Verstoß, meiner Meinung nach, nach Artikel 5 Grundgesetz. Und ich werde auch da auch einen entsprechenden Antrag eben ins Plenum einbringen, dann dürfen sich mal die ganzen anderen Parteien mal zu diesem Thema rechtfertigen. Das war's mal wieder. Ich melde mich wieder. Bis demnächst.